Inzwischen wissen wir alle mehr. Nach dem Start 1969 ging der Zirkus über 45 Jahre. Er war vom ersten Tag an dabei. Dieter Hartrampf, Gitarre und Dudu sagt vielleicht. Halt wie ein Baum, möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Manche nennen das die Pudis-Hymne schlechthin. Aber er kann auch anders, ganz anders. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Mehl. Ganz Pudis-like hat er höchstpersönlich für musikalischen Nachwuchs gesorgt. Vor 13 Jahren Kimmys Premiere. Doch so große Wünsche, so viele Wünsche habe ich. Hier ist der Vater, da ist der Sohn. Und schön wird es weitergehen mit Quaster und Familie. Die kann man gar nicht genug sehen. Also ich freue mich ja sehr. Wir haben uns Weihnachten bei uns schon mal getroffen zusammen. Kimi, da haben wir uns kennengelernt. Und ich glaube, es ist tatsächlich Premiere. A, du in der Talkshow und B, sowieso ihr zusammen in der Talkshow. Na sowieso, ja. Ja. Wie ich ist bin denn aufgeregter als hier in der O2 oder ist in so? Der Mercedes-Benz Arena, klar. Warum? Es ist ungewohnt. Also da können 100.000 Leute sein, wenn die alles rundherum stimmt, die Auftrittsmöglichkeiten und alles ist ausprobiert, alles ist gemacht, dann geht man da, ist man sicher und geht drauf. Mhm. Und hier ist man irgendwie ins kalte Wasser geschmissen und dann muss man irgendwie was machen. Fühl dich sicher, Fühl dich sicher. Kimi, wer hat bei euch zu Hause das Sagen von euch beiden oder überhaupt zu Hause? Also ich denke mal ich. Du? Echt? Wirklich? Ja, schon, kann ich so sagen, ja. Und auf der Bühne? Ja, okay, der Papa. Der Papa schon. So, also hier und heute dürft ihr beide gerne, ja, munter drauf losplaudern. Krasser, diese Abschieds- oder die Bilder von diesem Abschiedskonzert, da kriegt man ja schon Tränen, wenn man es nur sieht. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da oben zu stehen und singen zu müssen, zu dürfen, zu wollen, wie schwierig ist denn das dann, erstmal einen Ton rauszukriegen? Also wir haben es uns, es war schon, teilweise war schon eine Träne im Knopfloch, aber am meisten bei dem Lied mit Kimi, weil die Zwischenapplaus plötzlich gekriegt hat. Da konnte ich nicht weiter singen. Da ist mir der Klops im Hals stecken geblieben. Und das war schon sehr schwierig. Aber es ist immer so, wenn man auf die Bühne geht, ist erstmal so, man hängt sich die Gitarre um, Licht geht aus und man geht raus. Und die ersten 10 Takte, wenn die funktionieren, ist das Konzert gelaufen. Weiß man, alles ist gut. Wenn irgendwas passiert, technisch oder wie auch immer. Bei mir ist mal bei Rostock Classic eine Kamera vorbeigefahren und neben der Kamera ist immer einer nebenher gelaufen, der hat die Linse scharf gestellt. Und die haben so einen starken Sender drin und der lag genau auf meiner Frequenz. Immer wenn er bei mir vorbeigefahren ist, war die Gitarre weg. Und da bin ich fast verrückt geworden. Ich wusste ja nicht mehr, was ich machen soll. Zum Schluss habe ich mit einer Strippe gespielt und die war natürlich auf so einer Bühne wie in der Wuhlheide. War zu kurz. Du, aber wir reden ja jetzt nicht mehr machen, weil ihr fesselt am Mikrofon. Wir reden ja jetzt wirklich vom Abschiedskonzert. Ach so. Das ist ja nun mal wirklich noch mal was anderes, ja, noch mal wirklich was Besonderes. Funktioniert man da einfach wahrscheinlich? Man funktioniert, ja. Außerdem haben wir ja mitgeschnitten. Kommt ja jetzt am 18. die DVD raus und da waren wir hoch konzentriert. Aber als ihr die Bilder gesehen habt, als ihr dann noch mal eben diese Bilder, die wir jetzt hier gesehen haben, ich glaube, da haben euch die Emotionen dann doch übermannt. Ja, das war dann nur schon schwierig. Aber wir machen ja einen Abzug auf Raten. Wir sind ja jetzt noch mit den Rocklegenden unterwegs. Allerdings noch kein richtiges Konzert mehr für uns, aber wir freuen uns schon sehr.
Weil da sind wir mit den Kollegen unterwegs und gerade auf Promotour und machen 20 Konzerte. Die wahnsinnig erfolgreich überall laufen. Ausverkauft, ja, ja. Außer Düsseldorf, da sind 70% weg ungefähr. Oh, das ist natürlich, oh, 70%. Ich meine, das ist ja klar, dass das am Abend dann auch noch ausverkauft ist. Danach gehst du auf Tour mit dem Programm Ich bereue nichts. Ja. Da wird es Musik geben, das ist klar, du wirst aus dem Leben erzählen. Ja. Und auch aus dem Leben vor den Pudis, weil das gab es ja auch. Ja. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte auch, in deinem Buch, da geht es um den zertrümmerten Zahn, den du dir geholt hast, als Steppke, als du durch den Kamin gekrabbelt bist. Naja, das war beim Ruin erforschen. So. Wir haben in Berlin war ja ein einziger Abenteuerspielplatz für Kinder. Also wir waren immer unterwegs und haben versucht, in den Ruinen irgendwas zu finden. Ein Stahlhelm oder irgendwie eine Pistole oder ein Gewehr, was wir auch gefunden haben, teilweise in den Kellern irgendwo, war das ja alles so. Und wir waren da nur unterwegs, in den Ruinen, war für uns spannend. Und da war natürlich, wenn man in den Ruinen rumklettert, dann fällt man auch ab und zu mal runter. Und so. Da bin ich auf den Eisenträger gefallen und habe mir vorne den Schneidezahn rausgeschlagen. Die Geschichte ist ja schon spannend, aber die Geschichte, dass der Zahn dafür verantwortlich ist, dass du so eine Karriere hingelegt hast, die hat mich dann doch umgehauen. Naja, weil ich habe mich an die weibliche Bevölkerung nicht rangetraut durch den Zahn. Und musste irgendwas machen jetzt, damit es funktioniert. Und Hai gesagt, oh, da wäre die Musik doch die richtige Version davon, die richtige Wahl. Ist das dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Das machen wir, na klar, logisch. Weil da so ein schräger Zahn war, ja, nicht sehen, der war so, der sah auch scheiße aus. Dann muss man auch mal dazu sagen. Ja, das war so. Und dann hast du angefangen, so wie Peter Kraus, der dann... Ja, das war ja mein so, ich hab dann geträumt, immer auch, und alle lieben den. Alle lieben Peter, ihr habt seinen Film hoch. Und ich dachte, ach, das ist aber schön, das möchtest du ja auch gerne. Dann war ich verliebt in Conny Frohbös damals. Ja, wie das so war. Und da habe ich... Richtig, ja, schön. Ja, wir haben die Badehose ein, na ja, natürlich. Ja. 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 Später war ja dann hier mit Conny und Peter. Ja, ja. Ja, und dann wollte ich unbedingt die Peter Kraus-Gitarre. Und da habe ich ja am Bahnhof Zoo, wir konnten ja alle rüber, das war ja, Berlin war ja bis 61, konnte man hier hin und her. Und da habe ich mir die Näseplatte gedrückt am Musikhaus am Bahnhof Zoo und habe entdeckt, lernen Sie in 7 Tagen die Peter Kraus-Gitarre. Das war so ein kleines Heft. Und da war ich natürlich angezündet. Und dann habe ich gesagt, wo kriegst du jetzt eine Gitarre her? Und dann war natürlich Ernteeinsatz, wie das im Osten ja so üblich war. Und da habe ich dann kistenweise, kiepenweise Kartoffeln gesammelt und pro Kiepe 25 Ostpfennige. Und dann habe ich gesammelt und gesammelt wie ein Verrückter. Und dann hatte ich zum Schluss 40 Ostmark zusammen, so nach 14 Tagen. Und habe dann mir im Laden eine Gitarre gekauft. Und zwar mit einer Palme drauf, so eine Wandergitarre. Und nach 3 Tagen? Die habe ich umfunktioniert zur Peter Kraus-Gitarre. Zwei Seiten runter, das ein bisschen anders eingestellt. Und dann habe ich mir aus Teichschabern habe ich mir so die Teile gemacht, die so eingelegt waren, denn das sah besser aus. Na klar. Und dann habe ich mir das Heft gekauft und dann konnte ich Tatsache... In 7 Tagen Rockstar. Nee, nach 2 Stunden konnte ich schon das erste Lied spielen. Entschuldige. In 7 Tagen. Nach 2 Stunden. Okay. Wir reden über eine Ostrock-Legende, verstehst du? Ja, ja, hier wirklich eine Legende. Und soll ich dir mal was sagen? Diese Legende, die dich ein... Ja, ja, ja. Ich fühle mich wirklich sehr... Also, und diese Legende kann übrigens alles, also singen. Wirklich, ich habe gehört, du kannst auch im Operettenstil singen. Naja, das hat mein Vater immer gemacht und den habe ich dann überspitzt auch. Wir haben mal in Russland, beziehungsweise in der damaligen Sowjetunion, schau einer schönen Frau nicht zu tief in die Augen. Ja, das war mein Fehler, dass ich das ab und zu mal gemacht habe. Magst du das mal kurz ansehen? Schau einer schönen Frau nicht zu tief in die Augen. Ja? Mein Vater hat ihn immer sehr überspitzt dargeboten. Und wir waren auch mal eingeladen, wollte ich sagen, in der ehemaligen Sowjetunion zu einem hoch angelegten Kulturprogramm. Und dann haben wir in der ersten Reihe auch gesessen vorne, so als Delegation mit.
Und dann kam doch so ein Buffer auf die Bühne und der hat genauso gesungen. Und da sind wir alle. Das hast du in einer halben Stunde drauf gehabt. Nee, da konnten wir uns nicht mehr halten vor Lachen. Und haben da in der ersten Reihe gesessen und haben uns halb tot gelacht. Pass auf, jetzt wollen wir auch alle in der ersten Reihe eigentlich sitzen. Stell dir vor, wir wären hier 11.500 Menschen, wie es dann in der Arena war, als ihr euer Abschiedskonzert gegeben habt. Weil jetzt würde ich mich sehr, sehr freuen, liebe Kimi. Und danach reden wir nämlich auch zusammen mit René und dann du, wenn wir euch jetzt mal singen hören könnten. Ja, und zwar live, meine Damen und Herren. Wollen wir schon mal zu eurer Bühne rübergehen? Und jetzt holen wir auch, Achtung, dein Ton hier. Jawohl. Bitte schön. Und jetzt holen wir auch Beethoven, deinen Sohn, dazu. Einen herzlichen Applaus für Kaspers Sohn. Mein Lieber. Kimi hat schon gesagt, also zu Hause hat sie den Ton, auf der Bühne eher. Wenn du dabei bist, wer hat's dann? Wer ist da der Chef? Ja, Quasse hat mich delegiert zum Musical Director. Musical Director, also genau. Chef. Dann setz dich bitte mal an dein Klavier. Ich komme mal hier zwischen euch. Kimi, bist du aufgeregt? Es geht. Es geht, ja. Aber wir drücken euch die Daumen und es klingt toll. Wir freuen uns sehr, meine Damen und Herren. Live gespielt und live gesungen. Vater, Tochter und Sohn, viel Vergnügen all diese Jahre. Wir zwei teilen eine Welt, die uns fest zusammenhält, sind uns nah, egal ob du gerade da bist. Deine Worte hab ich hier. Dein Bild trag ich in mir. Bin so glücklich, wenn du sagst, dass du schon wartest. Ich bin stolz auf deinen Weg, auf jeden Tag. Wir sind zwei von einem Herz, gemeinsam stark. Sie geht los und so gerne würde ich mit dir gehen. Ich hab viel allein geschafft, denn ich spüre deine Kraft und ich freue mich jeden Tag, wenn wir uns sehen. Ich bin stolz auf deinen Weg, auf jeden Tag. Wir sind zwei von einem Herz, gemeinsam stark. All diese Jahre, all die Zeit, die wir hatten, die uns bleibt, Freude und Tränen, von Liebe und Leben, all diese Jahre, all die Zeit, all diese Jahre, die uns bleibt.
Marie und Kaspar, kommt wieder zurück. Das ist doch Jackie, oder? Wenn man da so eine Familienensemble. Wir lassen Sie erstmal den Applaus, natürlich. Jackie, wenn man so ein Familienensemble sieht, da geht einem das Herz auf, oder? Ja, doch. Dass das alles so klappt. Ist doch schön, dass der Quaster die Familie schon frühzeitig da an die Apparaturen gesetzt hat und heute damit sein Geld verdient. Kimberly, erstmal, jetzt ist die Talk-Premiere da. Erstmal toll, dass du so lange durchgehalten hast. Es sind jetzt fast 2 Stunden. Und immer wieder auf dem Stuhl und wieder, wann geht's denn los, mit 17 hier in der Runde zu sitzen? Wenn man in so einer Familie groß wird, mit einem Papa als Chefmusiker, 2 Brüder, die auch Musiker sind und so eine Stimme hat, wie Sie das haben, ist ja klar, wo der Weg hingeht. Wird das in Richtung Musik gehen oder ist es bei Ihnen noch nicht ganz entschieden? Also eigentlich soll es Richtung Musik gehen, auf jeden Fall. Aber fürs Erste, bevor es halt soweit ist, dass wir auch zusammen auf Tour gehen, ne? Ja. Dann habe ich auch gedacht, ich könnte mal in einen anderen kreativen Beruf reinschauen, so Maskenbildner. Aber am Ende wird es wahrscheinlich die Musik sein, ja. Wir gehen gleich auf die Kreativität noch mal ein. Aber wissen Sie, was schön war zu beobachten? Es gab 2 Momente, wenn er die Augen aufmacht, weil Musiker gehen ja mal ganz in sich. Zum einen strahlt er seine Gitarre an, aber wenn er dann zu Ihnen rüberschaut und Sie singen sieht und hört, da sieht man, wie der Papa voller Stolz, oder? Wenn man das da beobachtet, wie der Papa voller Stolz auf die Tochter schaut und sagt, mein Gott, mein Kind, es ist wirklich... Ja. Also die Spucke weg. Ja, das ist so. Und seien Sie darauf so stolz und so froh, dass Sie Ihren Papa so toll erreichen und dass Sie so miteinander wunderbar funktionieren. Weil es ist nicht alltäglich, dass man da miteinander, auch wie das Jackie schon gesagt hat, auf der Bühne stehen kann. Machst du denn Stimmbildung und machst du Musik, Gesangsunterricht oder nicht? Nee, also ich alles blanke Natur und hier Vater. Das ist alles Naturstimme. Sie haben das nicht gebildet. Das, was wir gerade gehört haben, ist noch nicht durch eine Musikschule durchgelaufen und noch nicht so eine Stimmbildung durch. Oh Gott, jetzt überlegen wir mal, die Frau kriegt noch eine Stimmausbildung. Um Gottes Willen. Naja, ich dachte, sie hat das schon. Ja, das klingt so, ne? Mhm. Der Papa schreibt über Sie oder erzählt uns über Sie, Sie haben ein gewöhnungsbedürftiges Hobby. Außerhalb der Musik. Ja. Darüber würde ich gerne mit Ihnen reden. Was ist denn dieses gewöhnungsbedürftige Hobby aus der Sicht eines Leadsängers und Chefgitarristen von den Pudis? Das Hobby heißt Cosplay. Cosplay? Das ist eine, das ist Englisch und bedeutet so viel wie, oh Gott, Costume Play. Ja. Und ja, man verkleidet sich halt als Charakter aus einem Spiel, einer Serie oder ja, einem Anime. Und ja, am Ende sieht man halt aus wie der Charakter, bestenfalls. Und, also wie eine Puppe? Diese Manga-Figuren. Genau. Sind, ne? Ja, die sind ja auf dieser Messe immer. Auf der Buchmesse. Diese Buchmesse in 14 Tagen. Ja, in Leipzig. Also auch, ja. Sind Sie da auch wieder? Ja, ja. Das ist ständig, ja. Und da ist im vollen Kostüm geht es dann auf die Buchmesse? Genau, für 2 Tage. Für 2 Tage. Und komplett in dem Kostüm wird dann über die Buchmesse gelaufen und sich unterhalten. Und was redet man, wenn man da als Manga-Figur über die Buchmesse in Leipzig läuft? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja. Also größtenteils trifft man auch ganz viele Freunde wieder, die man halt nur auf Conventions, also so nennt man die Treffen dann, halt sehen kann. Ich fahre mit meiner besten Freundin hin und ja, also man sagt halt, ja, wie hast du das Kostüm gemacht? Oder ja, guckst du die 2. Staffel von dem und dem und dies und das? Also man macht Bilder zusammen, man hat einfach so gesehen viel Spaß und ist einmal für einen Tag jemand anderes komplett und versucht das auch so rüberzubringen und dann kommen die Leute auch an, so, oh, du siehst toll aus, darf ich ein Foto machen? Das ist und was sagst du? Sagst du dann auch, oh, du siehst toll aus, Papa? Klar, ich sag sowieso immer, sie sieht toll aus. Und wenn sie nicht toll aussieht, traue ich mir dann nichts zu sagen. Aber was ganz schön war, Kimberly hat es gerade so im Nebensatz gesagt, Kostüme nähen ist da auch mit dabei, Perücken werden zurechtgemacht, neben all dem, was geschminkt wird. Das ist ja wieder die schöne Brücke zum Papa. Weil, und da war ich ja wirklich überrascht, perplex und begeistert, Sie haben in frühen Jahren auch eine große Nähe zur Nähmaschine gefunden. Na ja, und haben Hosen selber genäht. Klar, ich habe ja am Osten nichts. Ist klar. Und ich habe mir dann praktisch, eine Nähmaschine war da, und ich habe mir dann eine Singer-Nähmaschine, ganz alte. Und da habe ich mir dann Markisenstoff gekauft.
und habe eine alte Jeans, die gepasst hat, die aber nicht mehr war, die habe ich komplett auseinandergetrennt und habe dann mir den Schnitt aufgemalt und dann habe ich sie wieder zusammengenäht. Aber die war dann nicht so original mit den Kappnähten nicht hingekriegt, aber die war auf jeden Fall, hat sie gepasst und sah gut aus. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Sterne, weil die war gelb, habe ich mir ein paar Sterne auf die Knie gemacht. Und wissen Sie, was und das ist schön? Sah schräg aus. Naja, aber das sieht schön aus. Wir haben sogar den Beweis dafür. Nämlich, ich glaube, auf dem ersten Ur-Pudis-Poster, in der Mitte der Herr, der Herr in der Mitte, das ist die gerade eben beschriebene, selbstgenähte gelbe Hose. Ja. Ist das der Wahnsinn? Also, Entschuldigung bitte mal. Wer hat denn das ahnen können? Ja. Jackie, da fehlt nur noch deine Jacke mit den grünen mit den Ärmeln. Mit den grünen Ärmeln. Ja, 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 ja. Naja, diese Glockenhosen, die hatten wir mit dem Schlacht, die hatten wir. Ja. Och, man musste das wirklich ja selber nähen. Also ich hab das nicht, ich bin da nicht handwerklich so, dann nicht. Aber, das ist wie mit dem Sport, ne? Ja, ja, so ist beides, ja. Kimmerle, Sie haben im Fragebogen bei uns geschrieben, was verbinden Sie mit Mitteldeutschland? Die Antwort darauf, Mama und Papa. Jetzt sind Sie eine Ur-Berliner Familie. Also wo man sagt, was wie Mama und Papa mit Mitteldeutschland, was hat es denn damit auf sich? Ja, naja, weil meine Mutter kommt ja aus dem Westen so gesehen. Das Papa, Berlin, genau. Genau, und Papa aus dem Osten. Mhm. Und ja, ich bin halt dann so der Misch. So die Mischung sozusagen. Ja. Aber die Liebesgeschichte an sich beginnt ja in Zörbig. Kann man das so sagen? Kann 10 Kilometer nördlich von Halle gelegen. Ja. Und dort beginnt die Liebesgeschichte mit Ihrer Frau. Ja, genau. Naja. Ich hatte eben auch mal Glück im Leben. Ne? Oh. Also ein paar Mal. Also gut, sagen wir insgesamt jetzt das vierte Mal. Wollte ich gerade sagen. Was war denn nun in Zörbig? Na, Zörbig, na, das war eine nette junge Dame. Und das hat geregnet. Und die stand im Regen, hat auf uns gewartet. Und da habe ich gesagt, kommst du mit? Ungefähr auch so? Klar. Mit der Körperhaltung? Mit. Bloß, ja. Am besten kommst du mit. Oh, okay. Wir gehen dann praktisch unter... Und ins Trockene, sozusagen. Also da waren ja alle anderen auch. War die ein Fan oder was war die? War sie ein Fan? Ja, sie war ein Fan. Okay. Und dann war das so, hat sich dazu ergeben, mein erstes Rendezvous habe ich verpasst, da hatte ich keine Brille mit und habe die Straße näher von, wo sie gewohnt hat. Aber sie hat sich nicht entmutigen lassen. Die zweite Verabredung war auch sehr speziell. Da haben wir uns bei uns getroffen, in unserer Pitbaude. Da. Und vorher, nachmittags, kam aber Lippi zu mir und hat gesagt, los, lass uns mal zur Bootsmesse fahren. Hat gesagt, ich muss aber dann und dann zurück sein. Liane wartet. Das kannst du aber mit Lippi nicht machen. Wir waren verabredet, weil der hat sie an den Booten ausgelassen. Ich kam natürlich 2 Stunden zu spät und sie hat gewartet. Sie hat gewartet. Ja. Und es gibt noch die schöne Geschichte, bevor wir gleich in das Ende der Sendung starten, als sie dann mit Lippi wieder mal nach Amerika fliegen und Liane verabschieden am Flughafen und sagen, hier, wäre schön, wenn du bei mir einziehst. Ja, ich habe mir meinen Schlüssel gegeben und habe gesagt, wenn ich wiederkomme, wäre es schön, wenn du da bist, wenn du eingezogen bist. Und? Ja, ist eingezogen. Ist eingezogen. Mit der S-Bahn ist er umgezogen. Mit der S-Bahn. Hat er keinen Führerschein gehabt und nichts und keinen Freund oder keine. Mit ihrer Schwester haben sie die Koffer gepackt in ihrer Wohnung und sind dann mit der S-Bahn zu mir rüber, über den Berg geschleppt und haben das eingepackt. Und dann gab es die Hochzeit und dann kam dieses wunderbare Kind dabei raus, das heute die Talkshow-Premiere erlebt hat. Ganz tapfer, ganz mutig. Ja, ja. Und wir sagen Dankeschön und alles Gute für die Familientour. Ja, danke.